Wir sind keine Partei. Wir sind keine Organisation. Wir sind Bürger dieses Landes, aller Farben und aller Denkweisen, die alle gemeinsam eine zentrale Forderung haben. Ihr Politiker erfüllt unseren Wählerwillen. Unser Wählerwille unterliegt folgenden Grundsätzen: Für eine Politik im Interesse der Bürger, für eine Politik des Friedens, Diplomatie anstatt Eskalation, Konfrontation und Aggression, für freie, objektive Presse und Meinungsfreiheit, für mehr Datenschutz. Meine Daten sind mein Eigentum. Wir werden immer mehr. Wir sind aber nur stark und können immer mehr bewirken, wenn auch du dich beteiligst und auch deine Familie und Freunde überzeugst, dass wir Bürger uns organisieren und handeln müssen, in einer echten Lobby für den Bürger. Wir sind keine Gruppe. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir stellen keinen Führungsanspruch. Wir kennen die Lösung noch nicht. Wir sind der Zusammenschluss von Menschen, die in dem einen entscheidenden Punkt übereinstimmen, dass es die Lösung aller Probleme nicht geben kann, sondern viele Teillösungen benötigt werden, die aber noch von der Gemeinschaft entwickelt werden müssen. Wir gehen davon aus, dass sich ein neues Gesellschaftssystem entwickeln muss, welches sich folgenden Menschheitsprinzipien unterwirft und die Nichtbeachtung ahndet. Jeder Mensch ist gleichwertig. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Jeder Mensch hat die gleichen Chancen. Jeder Mensch trägt die Verantwortung für alle anderen Menschen. Jeder Mensch trägt die Verantwortung für Tiere, Pflanzen und Planeten. Und für den Planeten. Die Entwicklung der Gesellschaft wird vom Kollektiv der Menschen gesteuert. Es gibt keine Territorialien oder gesellschaftlichen Grenzen. Wir respektieren die Meinung eines jeden Menschen, lehnen aber jegliche Gruppenbildung ab. Wir sind alle Kinder dieses Planeten, egal welcher Herkunft, Religion und Ideologie. Unsere Nationalität ist Mensch. Dafür gehen wir auf die Straße und organisieren uns, um den Wählerwillen durch konzentrierten zivilen Ungehorsam durchzusetzen. Ziviler Ungehorsam bedeutet in erster Linie die Verantwortung als Bürger, Demokrat und Mensch zurückzufordern. Dies beginnt in dem Hinterfragen und der konstruktiven Kritik an Staat und Gesellschaft. Wenn wir eines aus der Geschichte gelernt haben sollten, dann dass die oberste Pflicht des Bürgers ist, Verantwortung zu übernehmen und die Autorität kritisch zu hinterfragen. Wer glaubt, Demokratie hat etwas mit Parteien zu tun, der hat Demokratie nicht verstanden. Denn echte Demokratie beruht auf verantwortungsvollen Bürgern, die durch ihr Handeln die Gesellschaft gestalten. Der Staat sollte der Schiedsrichter sein, der Gerechtigkeit herzustellen versucht und die Bürgerrechte schützt. Wir Bürger stehen hier und fordern Friede, Freiheit und Demokratie, denn wir sind das Volk. Jo, jetzt sitze ich. Bei mir wird es heute lustig. Jedem von euch ist ein One-Night-Stand bekannt. Wisst ihr auch die Probleme, die zwischen dem Jobcenter und der Unterhaltsvorschusskasse existieren? Die sind eben so interessant hier in Krefeld. Jobcenter und Unterhaltsvorschusskasse. Es gibt keinen One-Night-Stand. Den gibt es nicht mehr. Das ist ein Job, aber kein Beruf. Denn jemand, der einen Beruf hat, der braucht nicht so zu sprechen. Ich habe bis jetzt zwei Frauen hier in Krefeld gehabt, die genau in die Falle reingelaufen sind. Zwei Stück. Und die sind alle verarscht worden. Auf der einen Seite von der Unterhaltsvorschusskasse, auf der anderen Seite vom Jobcenter. Weil die Unterhaltsvorschusskasse kommt an und sagt, diesen Menschen müssen Sie doch kennen. Sie kennen doch die Gesetzgebungen. Und so ist es einfach traurig. Das ist einfach nur traurig, dass die Leute so reagieren. Und wenn man den Mann oder die Frau nicht kennt, dann hat man gar keine Chance mehr, dass man überhaupt noch Geld bekommt. Und der Gag dabei ist, dass die Leute auf dem
und als Vorschusskasse hingehen und sagen, ja, Sie haben diesen Menschen doch gesehen. Wie sieht denn der aus? Das ist der erste Punkt, wo ich also eingeschrieben bin, habe dann gesagt, von welcher Farbe sprechen wir denn hier? Und wenn man die Leute fragt, wo die Menschen getroffen haben, dann meistens in der Diskothek. In der Diskothek ist aber so dunkel, dass wir eine Lichtfarbe von 6000 Kelvin haben. Und bei 6000 Kelvin sieht das Licht, was der Mensch sieht, ganz anders aus, wie das, was er in Wirklichkeit sehen würde. Das interessiert die Umsatzvorschusskasse aber nicht. Die schreiben den Leuten dann, sie wollen mir sagen, es gibt keinen One-Night-Stand. Das Schreiben vom Amt 50 von 2013. Daraufhin sagte die eine Frau, ich wurde durch die Behörde gezwungen, einen Namen zu nennen. Klar, das war der Paul oder der Karl, der Fritz oder der Erich oder wie immer die Leute heißen. Aber die Kasse, die erwartet ganz einfach, dass man sich von den Menschen den Personalausweis zeigen lässt. Natürlich inklusive Krankenversicherung und alles andere. Das muss man alles ganz genau wissen und kennen. Und dann kommt das Jobcenter und sagt, naja, Sie haben uns ja den Namen der Person nicht genannt. Dann können wir Ihnen noch nichts geben. Und der Gag ist, das Jobcenter Krefeld zieht den Leuten noch Geld ab, was sie gar nicht bekommen haben. Denn von der Unterhaltsvorschusskasse kriegen sie 225 Euro im Monat und diese 225 Euro werden den Leuten einfach abgezogen. Und dahinter liegt wieder der Grund, die Leute beim Jobcenter haben keine Ahnung vom Sozialverwaltungsrecht. Keine Ahnung. Und das wiederum liegt am Herrn Franz Alt, der in Nürnberg sitzt. Denn der stellt sich ins Fernsehen und sagt, ja, wir suchen die Leute auf der Straße auf. Und jetzt kommt der Hammer. Wir bilden die 7 bis 9 Tage aus. 7 bis 9 Tage. Das heißt, einer, der in diesen Kursus geht, der weiß nachher noch weniger, als er vorher wusste. Der weiß nämlich überhaupt nichts. Und das sind die Leute, die hier beim Jobcenter überall rumsitzen, die den Leuten irgendeinen Scheiß erklären, der weder vorne noch hinten irgendwie einen Bestand hat und auch nicht durchsetzbar ist. Das sind also so die einen Sachen. Die anderen Sachen ist, dass unser Jobcenter hier in Krefeld mittlerweile eine Zeitung ist. Denn die schreiben den Leuten schriftlich, aus redaktionellen Gründen ist es uns nicht möglich, ihnen eine andere Antwort zu geben. Aus redaktionellen Gründen. Was hat denn ein Jobcenter mit einer Zeitung zu tun? Gar nichts. Überhaupt nichts. Und wenn Sie mal zum Jobcenter sehen, sich mit den Sachbearbeitern unterhalten und fragen mal, ja, wie ist denn Ihre Ausbildung? Kriegen Sie zum größten Teil von den Leuten zu hören, ja, eigentlich ein bisschen wenig. Eigentlich. Das müsste heißen, wir haben gar keine Ausbildung. Wir sitzen da von irgendeiner anderen Firma, palavern die Leute voll und versuchen die Leute zu verarschen. Denn es ist ja nichts anderes. Und auf der anderen Seite ist es recht traurig, dass ein Jobcenter wie Krefeld sehr viele Rechtsanwälte als Sozialarbeiter da sitzen hat. Und ein Rechtsanwalt hat 2 examinierte Staatsexamen, 2 Stück. Hätte der nur 1, der wäre nur ein Jurist, aber der ist Rechtsanwalt. Und das sind die Leute, die wirklich angegriffen werden müssen, denn die verfügen über das Recht, die Menschen über ihre Rechte zu informieren. Das haben die während der Juristik gelernt. Keiner von denen, wirklich keiner, geht hin und lehrt die Leute darüber auf, welche Rechte denen zustehen. Es ist eben kurz ins Gespräch gekommen, wir haben ein Recht auf einen Ausbildungsplatz. Ja, stimmt. Steht in § 4 SGB 1. Da hält sich aber keiner dran. Es reicht keiner vom Jobcenter. Denn in meinen Augen sind das einfach ganz doofe Pfeifen. Und anders kann man die Leute nicht bezeichnen.
Was meckerst du mich denn an? Hast du das mitgekriegt? Der Hund meckert mich an. So war's. Ja, hallo Freunde. Nochmal ein etwas unangenehmes Thema. Also für mich ist das ein bisschen unangenehm.